Der Schriftsteller Stefan Zweig war Zeit seines nicht allzu langen Lebens alles andere als ein Schwarz-Weiß-Denker, sondern Großmeister der psychologischen Erzählung. Menschen unter Zugzwang kamen immer wieder vor in seinen Geschichten und so nimmt es nicht Wunder, obwohl Zweig selbst gar kein guter Spieler gewesen sein soll, dass dieses Brett in seinem letzten und berühmtesten Werk eine Schlüsselrolle spielt. Schach rettet dem Protagonisten darin einerseits das Leben, um ihn andererseits aber fast buchstäblich matt zu setzen. Nun kommt eine neue, große Verfilmung der Schachnovelle in die Kinos und Klaus Lesche hat sie gesehen. Weißt du, woran ich glaube, Liebes? Solange Wien tanzt, kann die Welt nicht untergehen. Ein Operettensatz so schön wie falsch. Nur Stunden später geht Bartoks Welt unter. Die Nazis marschieren in Österreich ein, seine Frau kann fliehen, er selbst wird im Hotel Metropol isoliert. Keine Bücher, keine Musik, keine Ansprache. Erst soll der Notar der Gestapo die Nummernkonten seiner adligen Klienten preisgeben. Die Codes befinden sich hier drin. Bartok schweigt, doch die Isolationsfolter treibt ihn an den Rand des Zusammenbruchs. Da entwendet er bei einer Vernehmung ein Schachlehrbuch. Endlich kann er sein Hirn beschäftigen. Mit der Besessenheit des Verzweifelten bringt er sich Schach bei, formt Figuren aus Brotresten, spielt gegen sich selbst. Was macht jetzt schwarz? Bartok flüchtet sich in die unendliche Welt des Schachs. Als er die Codes doch noch preisgeben will, fallen ihm nur noch Spielzüge ein. Die Gestapo lässt den zerrütteten Mann laufen, eine ziemlich unwahrscheinliche Wendung, schon in Stefan Zweigs Novelle. Mit gefälschtem Visum geht Bartok an Bord eines Luxusliners, der ihn in die USA bringen soll. Your boarding card. Thank you. Auf dem Schiff lauert neue Gefahr. An Bord befindet sich der amtierende Schachweltmeister, der die reichen Passagiere reihenweise matt setzt, bis Bartok gegen ihn antritt. Ein Duell, das die Dämonen der Vergangenheit weckt. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Regisseur Philipp Stölzel erzählt die Geschichte nicht linear. Wie beim Schach baut er Rochaden und verwickelte Rösselsprünge ein, schafft eine faszinierende, albtraumhafte Atmosphäre. Nur selten gerät ihm das zu plakativ. Für Stölzel überragt Stefan Zweigs Schachnovelle alle anderen literarischen Beschreibungen der Nazi-Jahre. Weil Zweig eben schafft, die Furchtbarkeit dieser Zeit und das Bestialische in ein Bild zu bringen. Stefan Zweig ist rechtzeitig vor den Nazis geflohen, gerettet hat ihn das nicht. Schachnovelle schreibt er in Brasilien, dort bringt er das Typoskript am 21. Februar 1942 zur Post. Einen Tag später nimmt sich Zweig gemeinsam mit Ehefrau Lotte das Leben.